Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Das Café Hut im Herzen von Celle. Seit 160 Jahren wird in dem alten Fachwerkhaus Kaffee verkauft. Im Inneren scheint es, als sei die Zeit stehen geblieben. Inhaber Joachim Schwanitz hat das Geschäft einst von seinem Vater übernommen. Aus Erfahrung weiß er, wie wichtig eine gute Kaffeemischung für das Geschäft ist. Es spiegelt sozusagen die Identität wieder, in Anführungsstrichen. Insofern als eine Hausmarke ja auf einer persönlichen Mischung entsteht und die in der Regel ja das Geheimnis, in Anführungsstrichen, des Rösters ist oder des Inhabers. In der hauseigenen Kaffeerösterei lagern die Kaffeesäcke aus Übersee. Dass aus den grünen Kernen aromatischer Kaffee wird, ist Aufgabe von Antje Pommerin. Nach altem Familienrezept mischt sie die verschiedenen Sorten und kreiert so die beliebte Hausmarke. Die antike Waage funktioniert noch einwandfrei, aber letztlich zählt vor allem ihr Gefühl. Die wahre Kunst des Kaffeerösters ist, die Kaffeesorten harmonisch miteinander zu verbinden. Also zu gucken, dass das, was vielleicht der einen Sorte ein bisschen fehlt, durch eine andere ausgeglichen wird. Der Guatemala ist etwas milder als der Costa Rica. Und wenn Sie die mischen, bringt es einfach ein ganz schönes eigenes Aroma hervor. Wenn der alte Trommelröster anläuft, verbreitet sich in dem kleinen Raum ein angenehmer Kaffeeduft. Je nach Sorte dauert das Rösten bis zu 24 Minuten. Verglichen mit modernen Maschinen eine halbe Ewigkeit. Aber genau darin liegt die Stärke des Oldtimers. Dank seiner speziellen Technik röstet er besonders aromatischen Kaffee. Da wird ein Luftstrom erzeugt und die Bohne wird in der Schwebe gehalten und dadurch wird sie sehr gleichmäßig von allen Seiten geröstet, sehr langsam und deshalb schonend. Hintergrund ist, dass Kaffee, man hat so das getestet, ca. 800 bis 1000 verschiedene Aromastoffe entwickelt beim Rösten. Und da verändert sich der Kaffeegeschmack während des Röstens auch. Und diese Aromen, die kann man ganz schnell wegrösten, indem man ganz hohe Temperaturen nimmt. Langsam nimmt der Kaffee seine gewünschte Farbe an. Wie lange es dauert, lässt sich nie genau sagen. An Form und Farbe erkennt der erfahrene Röster, wann der Kaffee perfekt ist. Das heißt für Antje Pommerin immer wieder kontrollieren. Ist die Bohne ähnlich einem Maiskorn aufgepoppt, folgt der nächste Schritt. Es geht auf das Abkühlsieb. Noch eine letzte Qualitätskontrolle und die Bohne ist fertig. Bis zu 40 Tonnen Kaffee werden so pro Jahr in der Maschine geröstet. Qualität, die man schmeckt und sieht. Hier, das ist absolutes Qualitätsmerkmal des Kaffees, dass er so einen weißen Schnitt hat, deutet darauf hin, dass ist ein Beweis dafür, dass ein gewaschener Kaffee ist. Die gewaschenen Kaffees sind die hochwertigsten Kaffees, die es gibt. Der Kaffee wird nur in kleinen Mengen geröstet. So kommt er immer möglichst frisch zum Kunden. Kaffeetradition für alle Sinne, die hoffentlich noch ein paar hundert Jahre hält. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.